Servus YouTube und Internet und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Ich habe es jetzt doch nicht offscreen gemacht, wir machen das jetzt einfach hier zusammen. Wir werden jetzt hier den Schmann einfach hier alles unten hin machen. Das können wir eigentlich auch gleich machen. Oh, nee. Passt schon. Aber müssen wir die anderen noch holen. Ups.
So. Soweit, so gut. Donnergebräu. Dann gehen wir erstmal wieder los. Megadium Leviosa, lernen wir das jetzt mal. Das Gewächshaus wieder. Ja. Vingadium Leviosa. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Zeit beschleunigen. Dass wir uns wiedersehen. Ich habe meine Aufgaben erledigt, Professor. Schön, das zu hören. Professor Weasley wird es auch freuen. Ich werde Sie wissen lassen, wie gut Sie sich hier machen. Danke, Professor. Professor Hackett sagte, dass sie Ihnen Levioso beigebracht hat. Nun sollten Sie für einen fortgeschrittenen Schwebezauber bereit sein. Wingardium Leviosa erfordert etwas Konzentration und eine schöne, anmutige Stabbewegung. Mal sehen, wie Sie sich anstellen. Bei korrekter Ausführung sollten Sie in der Lage sein, Felsen zu heben, als wären es Zweige der Sumpfschafgarbe. Wingardium Leviosa. Stop this run. Ah, herrlich, dass es jetzt endlich geht. Sehr gut. Guardium Leviosa. Ach hier. Guardium Leviosa. Ich habe Arcio angewendet, obwohl ich gerade Wingardium Leviosa gemacht habe. Das ist herrlich. Ja, jetzt geht es. Ich werde direkt zu dieser Höhle zurückgehen und das tryen. Liebe Frau Professor Garlic, wie überaus aufmerksam von Ihnen. Sie haben sich ja sogar gemerkt, dass Erdbeeren meine Lieblingsfrüchte sind. Sie sind so süß. Kein Wunder, dass die Muckel verrückt nach Ihnen sind. Alles, was Sie züchten, scheint von erlesenster Qualität zu sein. Von Bitterwurz bis zu den Beeren. Ich hoffe sehr, dass meine liebe Nichte sich etwas von Ihnen abschaut, während Sie unterrichten. Leonora vergöttert Sie. Ich bin mir sicher, das tun all Ihre Schüler. Stets mit wärmsten Grüßen, Eleanor Everley. Rebellion. Ja, ich finde die auch ganz cool. Die Garlic. So. Gucken wir noch mal. Weltkarte. Hier waren wir. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Die sahen auch schon mal besser aus. Sieht interessant aus. So, erstmal beim Brand sitzen. Konfringo. Einmal. Regardium Leviosa.
Oh. Noise Dicey. Auf jeden Fall können wir jetzt endlich sämtliche Scheiße bewegen. Das finde ich super. Lass mich mal überlegen. Jetzt mal kurz gucken. Ja. Ja. Ich zieh mal wieder Hogwarts-Sachen an. Hogwarts-Sachen, sage ich ja, Gryffindor. Hogwarts-Sachen tragen wir ja. Nehmen wir ja den hier wieder. So, wo war das, wo wir am Anfang waren? Straßenköder-Versteck? Spinnenversteck? Jetzt können wir noch den Donnergebräuche testen. Wir sind Gegner. Also der Drang geht schon echt gut ab, ne? Mordlapp-Tentakeln sind eine seltene Zaubertrankzutat, die dafür bekannt ist, den Widerstand gegen bestimmte dunkle Zauber zu erhöhen. Außerdem haben die Tentakel eine heilende Wirkung, eine Überdosis kann jedoch lila Ohrhaare verursachen. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Ja, es gibt sehr viele von diesen Prüfungen, muss man schon so lassen. Echt sagen. Ach hier. Leviosa. Leviosa. Wingardium Leviosa. Konstrikt. Aha. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Also
Also mit dieses, wie hieß es jetzt, der Cantruso, wie? Confringo. Das ist das, was auf jeden Fall die Teile hier zerstören tut. Und wir können jetzt auf jeden Fall wieder 4 Blitze mehr. Das heißt, jetzt können wir 32 Sachen dann tragen. Löse 14 Prüfungen, alter Spieler. Echt viele. Holy shit. Draußen sein, oder? Ja. Kann ich mal hier vorbei? Dankeschön. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Rebellion. Ist hier nicht gerade Boden bewegt? Wie wäre es, wenn Sie den Weiche-Zurückfluch erlernen würden? Flipendo, kommen Sie zu mir ins Gewächshaus, sobald Sie die nötigen Aufgaben erledigt haben. Ja, kommst jetzt mal her hier, Kreuzbimbi. Kann die Kiste hier nicht looten? Rebellion. Ah, hier. Gerade konnte ich auf die irgendwie zugreifen. Ach, hier. Pendo. Weiche zurück. Alles klar. Was ist denn dieses Mal für die... Alter, die überschütten uns hier aber gerade auch echt mit Aufgaben, ne? Pflanze und Ernte Flussgras, das ist eh dabei. Beschaffe alle 3 Kampfpflanzen und nutze sie zeitgleich. Hier müssen wir zu Professor Sharp zurückkehren. Das können wir... zwar schon machen, ich weiß aber noch nicht, wo das ist. Kehren wir zu Professor Sharp zurück. Professor. El Professor. Spinnenversteck. Ich glaube, das hier war doch der Ort, wo wir waren, oder? Ganz am Anfang mitunter waren.
Ja. Zweifellos schon lange verlassen. Hier waren wir ja. Hier waren wir drunter. Dann zurück zum Professor Schaub. Haben Sie die Aufgaben erledigt? Die Aufgaben sind erfüllt, Professor. So, so. Ich gehe davon aus, Sie waren gründlich. Schließlich führen Abkürzungen nur ins Verderben. Ja, Sir, natürlich. Gut. Normalerweise kümmert mich das nicht, aber bei Ihnen möchte ich sicher gehen, dass Sie gut vorbereitet sind. Talent und Entschlossenheit können viel bewirken. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden. Danke, Professor. Lassen Sie sich das nicht zu Kopf steigen. Gut. Schauen wir, wie Sie mit Defindo umgehen. Zauberstab bereit machen. Konzentration. Defindo kann gefährlich sein, wenn Sie nicht aufpassen. Sehr gut. Es scheint. Fügt Objekten und Gegnern aus der Ferne einen Hieb zu und verursacht beträchtlichen Schaden. Alles klar. Gerade am Überlegen. Vielleicht klatsche ich das hier mit rein. Klatsch hier das mit rein. Was ist so? Griff. Ich möchte Sie noch mal anhalten, hier im Klassenzimmer zu üben. Um Ihrer selbst und aller anderen willen. Ich bin, wenn ein Schüler Anweisungen tatsächlich befolgt. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zu Professor Fick zurück. Ich hatte gehofft, Sie zu sehen. Sie sind zurück? Endlich. Minister Sparwin redet mehr, als dass er zuhört. Spricht ständig von wildernden Drachen. Er wollte kein Wort über Kobolde hören. Wo wir gerade dabei sind... Hören Sie, es ist so viel passiert, während Sie weg waren. Ich sollte für den fast kopflosen Nick verdorbenen Rinderbraten aus der Küche holen. Fauligen Rinderbraten? Ja, das kam mir auch seltsam vor. Aber dann gaben wir den Braten Sir Podmore von der Jagd der Kopflosen und... Sie haben die kopflose Jagd getroffen? Das muss wirklich interessant gewesen sein. Und dann musste ich Richard Jackdaws Kopf zwischen Kürbissen finden, damit er mir sagen konnte, wie er gestorben ist. Wer in aller Welt ist Richard Jackdaw? Er war hier vor langer Zeit Schüler. Er erzählte mir von einer geheimen Höhle. Ich ging dorthin und direkt neben Jackdaws Skelett fand ich die fehlenden Seiten. Sie haben die Seiten... Ja, und weil Jackdaw der darin enthaltenen Karte gefolgt war, fand ich mit den Seiten auch den eingezeichneten Ort. Ob Sie es glauben oder nicht, es ist ein Raum unter Hogwarts. Warum bin ich nicht überrascht? Wollen wir? Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Oh, und wir brauchen das Buch. Jetzt wird's interessant. Der Raum heißt übrigens die Kartenkammer. Und dort erwartet uns ein Porträt von Percival Rackham.
Professor Rackham. Ich freue mich darauf, ihn zu treffen. Wie ist dieser Jackdaw an die Seiten aus dem Buch gekommen? Peeves hat sie offenbar gestohlen. Und Jackdaw stahl sie von ihm. Ah, Peeves. Und das war die ganze Zeit hier unten. Sieht vielversprechend aus. Eine Karte. Da ist Hogsmeade. Und hier der verbotene Wald. Und natürlich Hogwarts. Wie beeindruckend. Das nur sehen könntest. Hallo, Professor Rackham. Wir haben das Buch auf das Podest gelegt, wie Sie wollten. Das ist mein Mentor, Professor Fig. Wie geht es Ihnen, Professor Fig? Und Sie, junger Freund, verstehen jetzt, warum Sie mit dem Buch zurückkehren mussten. Ja. Ich verstehe jetzt auch, warum Sie diesen Raum Kartenkammer nennen. Da Sie so weit gekommen sind, müssen Sie außergewöhnliche magische Fähigkeiten besitzen. Und dieses Potenzial und die Macht werden freigegeben, wenn Sie sich würdig erweisen. Die Standorte der 4 Prüfungen werden mit der Zeit auf der Karte erscheinen. Sie stellen sie auf die Probe und verschaffen ihnen Zugang zu unschätzbarem Wissen. Diese Prüfungen müssen Sie allein absolvieren. Erinnern Sie sich an die Denkariumserinnerung aus meinem Gringotts-Gewölbe? Sie und Ihr Freund Charles sprachen vom Portschlüssel und von Ihren Prüfungen für jene, die Spuren alter Magie sehen können. Ganz genau. Charles ist ebenfalls ein Hüter. Eine Bezeichnung, die wir uns schon vor Jahrhunderten gaben. In Anbetracht des Wissens, das wir streng geheim halten müssen. Bis jetzt vielleicht. Das heißt, der Weg von den Ruinen zu Gringotts, das Gewölbe, die verbotene Abteilung, die Suche nach dem Raum. Das alles waren keine Prüfungen? Sie waren ein wichtiger Teil des Weges, aber keine Prüfungen. Dass Sie so weit gekommen sind, ist jedoch ein gutes Zeichen. Die Prüfungen sollen sicherstellen, dass die Macht und das Wissen, das wir so lange gehütet haben, nicht in die falschen Hände geraten. Sie testen Ihre Fähigkeiten, angeborene und erlernte. Aber ebenso wichtig ist, dass alles, was Sie bei den Prüfungen erleben, beeinflussen wird, was Sie mit dem anfangen, das wir teilen. Sie werden Geduld brauchen. Die Prüfungen lehren Sie vieles. Das braucht Zeit. Zeit ist ein Luxus, der uns leider nicht vergönnt ist. Wir haben so lange gewartet, Professor Fig. Ein wenig länger kann... Bei allem Respekt, Sir, ich weiß nicht, welches Geheimnis Sie hüten. Doch ich weiß, dass dieses Kind Spuren entdeckt hat. Spuren einer mächtigen schwarzen Magie, die von Kobolden angewandt wird. Und als wir ihr Verlies bei Gringotts verlassen wollten, trafen wir auf einen ungewöhnlich mächtigen Kobold, der diese Magie beherrschte. Vielleicht sind wir schon zu spät. Fürwahr, schlechte Nachrichten. Nun denn... Vertrauen Sie, Professor Fig? Ja. Dann lassen Sie uns angesichts Ihrer beachtlichen Fähigkeiten und bisherigen Erfolge beginnen.
Sie finden die erste Prüfung auf der Karte unter Ihnen markiert. Professor Fig darf Ihnen helfen, die Prüfungen zu finden. Aber nur jemand mit unseren Fähigkeiten kann sie absolvieren. Alright. Wollen wir nachsehen? Ich kenne den Turm. Er ist nicht weit. Sie haben ihn vielleicht selbst gesehen. Turm? Kann sein, weiß ich nicht. Bekannt vor. Vielleicht ist dieser Jungspund ja weiter gereist, als Sie denken. Als Ihr Mentor kann ich zumindest dafür sorgen, dass es sicher ist. Kommen Sie so bald wie möglich zu mir. Sie sagten, Sie kennen diesen Turm. Was können Sie mir über ihn erzählen? Nicht viel, fürchte ich. Ich bin schon oft an ihm vorbeigekommen. Er steht nördlich von Hogsmeade. Er scheint verlassen zu sein, wenn ich mich recht entsinne. Doch offensichtlich verbirgt er mehr, als man denkt. Ich bin so schnell wie möglich bei Ihnen am Turm. Also gut. Seien Sie vorsichtig und sagen Sie niemandem, wohin Sie gehen. Right. Sicher sind wir an den schon vorbeigekommen. Nee. So, doch noch nicht vorbeigekommen. Das sind wir doch nicht vorbeigekommen, Aldi. Erledigen wir die drei Sachen hier mal schnell, würde ich sagen, und dann gehen wir da hoch. Da haben wir ja sogar schon einen Schnellreisepoint. Den Erstarrungszauber lernen. Er ist ein effizientes Mittel, um eine hitzige Situation abzukühlen. Aber erst müssen Sie noch ein paar Aufgaben erledigen. Kommen Sie danach zu mir. Alright. Alles klärchen. Feuer. Das sollte ich untersuchen. Ups. Revelio. Und mehr ist es auch schon nicht. Auf jeden Fall ist irgendwo hier oben die Kugel dann. Oh, da ist er doch. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Wingardium Leviosa. Roll, roll, roll. Hausmeisterwerkzeuge, ein Satz Werkzeuge, die so kann man vermuten verzaubert werden können, um alle Arten von Einrichtungsgegenständen für eine gemütliche Hütte zu schaffen, so groß wie der Bewohner sie braucht. Da haben wir hier alles, oder?
Mondkalbbau. Pit Abenford ist das südlichste Dorf der Waldgebiete. Der Name bedeutet Ort an einem seichten Fluss. Ich will endlich Schlossknack kennenlernen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Wer hier wohl gelebt hat? Revelio. Man darf den Boden nicht berühren, oder? Das ist jetzt aber nicht so gut. Kann ich das hier wegmachen? Ah, okay. Kann ich den gar nicht machen. Warte mal. Falsche Taste. Okay, holen wir es nochmal. Nein, 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 nein. Boah. Währungsprüfungen kriegen mich nicht klein. Alter. Muss man die Markierung noch wegmachen. Was haben Sie jetzt vor? Das ist also der Turm. Gut, Leute, würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis dorthin, haut rein. Euer Voltgamer YouTube. Tschö mit Ö.